Was ist gesund für den Menschen? Diese Frage wird immer schwerer zu beantworten, denn die rasante Zunahme von toxischen Verseuchungen des Bodens, der Luft und der Meere lässt keine pauschale Betrachtung mehr zu. Fische sind inzwischen durch hohe Quecksilberbelastung des Oberflächenwassers oft nicht mehr oder nur noch eingeschränkt zum Verzehr geeignet. Die toxische Belastung wiegt den gesundheitsfördernden Effekt der Omega-3-Fettsäuren oftmals wieder auf. Als Hans Raab vor ca. 15 Jahren begann, eine Lösung für dieses Problem zu suchen, stand für ihn fest, dass ein Fisch als gesundes Lebensmittel für den Menschen in reinem und lebendigem Wasser gezüchtet werden muss, unter Bedingungen, die für den Fisch lebenswert sind. Er fand bei den afrikanischen Welsen gute Anlagen, um eine Züchtung zu beginnen, die frei von toxischen Stoffen ist und damit perfekt für die Ernährung des Menschen geeignet ist. Dafür musste der Wels jedoch Gewohnheiten ändern, wie die, sich ausschließlich vom Boden zu ernähren. Um nicht seine eigenen Exkremente zu sich zu nehmen, wie das bei vielen Fischen der Fall ist, musste der Fisch lernen, seine Nahrung an der Wasseroberfläche zu suchen. Viele Jahre geduldige Kreuzung und Züchtung waren notwendig, um einen neuen, perfekten Speisefisch zu haben, mit besonders vielen Mineralstoffen und Spurenelementen. Hans Raab gab ihm den wohlklingenden Namen Melander. Dieser Melander findet im Schweizer Oberried ideale Bedingungen. In der modernsten Aufzuchtanlage der Welt, die bald auch solarbetrieben sein wird, sprudelt reinstes Thermalwasser aus 1360 Metern Tiefe in die Fischzuchtbecken. Es wird nicht mit Chlor vorbehandelt und ist deshalb so lebendig, wie es unberührtes, natürliches Wasser nur sein kann. Der Melander wächst ohne Mastbeschleuniger, Antibiotika und Penicillin auf. Das Wasser wird in einem Kreislaufsystem alle 3 Minuten von Urin und Kot gereinigt. Und die Fütterung erfolgt auf rein natürlicher Basis mit Mais, Soja und Ähnlichem. In allen Becken werden Wasserqualität und Gesundheitszustand der Fische laufend überwacht. In einer Filteranlage findet durch Mikroorganismen die biologische Reinigung des Wassers statt. Ohne jegliche chemische Zusätze. International anerkannte Fischexperten haben Hans Raab in verschiedenen Gutachten bestätigt, dass die von ihm für diesen neuen Warmwasserfisch über viele Jahre entwickelte und erprobte schonende Art der Tötung ideal ist. Die Wassertemperatur wird einfach abgesenkt. Über den Schlaf erfolgt die völlig schmerzfreie Tötung. Und so kann der Melander zu fast 100% zu nährstoffreichen, wohlschmeckenden Lebensmittel verarbeitet werden. Die Palette ist groß. Vom Filet über geräucherte Produkte bis hin zu Wienern, Brätlingen oder auch als pikant feine Schnittpartie. Der Melander. Besser als Bio und ein fürstlicher Genuss.